Hey Leute, was geht ab? Ich bin der Elias und ihr seht hier der Landstefan natürlich mal wieder und unser SK Sturm hat, ihr wisst es natürlich schon längst, einen Neuzugang zu verkünden. Etwas überraschend, dass wirklich doch jemand gekommen ist aus meiner Sicht. Juan Dominguez ist nämlich ab jetzt, also seit 2 Tagen eigentlich schon, ein Blackie. Der 29-jährige Spanier, der im zentralen Mittelfeld beheimatet ist, unterschreibt einen Vertrag für 1,5 Jahre und ja, ist eben ab jetzt ein Schwarz-Weißer. Natürlich auch da ganz liebe Grüße an ihn, falls er schon zuschaut. Und ja, für mich, wie angesprochen, ein bisschen überraschend der Transfer, dass man da noch was getan hat. Allerdings auch geschuldet der Situation, dass man im zentralen Mittelfeld jetzt wirklich mit extremen Verletzungsproblemen eigentlich zu kämpfen hat. Also Lovric verletzt, Lagner verletzt, Hierländer, das wird alles ja ein bisschen knifflig bis zum Saisonauftakt gegen Mattersburg und so hat man sich eben entschieden, bei Sturm nochmal aktiv zu werden. Ablösesumme musste man keine bezahlen, weil bei seinem ehemaligen Verein, bei Reus Deportivo in der 2. spanischen Liga, der Verein vom Verband anscheinend aufgelöst wurde, was man so hört, und deswegen waren alle Spieler ab sofort ablösefrei zu haben. Deswegen ergab es sich eben auch laut Günter Kreisel kurzfristig, dass man Dominguez eben verpflichten konnte und ja, hat eben somit eine Alternative mehr im Mittelfeld. Man kann natürlich jetzt wieder darüber diskutieren, ja, ist das nicht wieder so ein bisschen ein Seitenhieb in Richtung der eigenen Jugend? Das kommt meiner Ansicht nach wirklich auf die Definition der Ansprüche drauf an. Also es wurde ganz klar auch beim Black FM-Abend, den ich mir natürlich angesehen habe, ganz klar kommuniziert, dass es eben auch von Seiten Roman Melichs und auch von natürlich Günter Kreisel eher in die Richtung geht. Man will sportlich natürlich erfolgreich sein. Das ist im Moment der Hauptfokus. Also das heißt, man will schon schauen, dass man in Richtung Europacup noch kommt. Und ja, dafür muss man natürlich rüsten. Da muss eben die eigene Jugend hinten anstehen. Okay, wenn das Ganze aufgeht, dann ist alles mehr oder weniger ja gut, aber man muss natürlich auch sagen, jetzt mit solchen Transfers hat sich der Verein auch selber ein bisschen Druck auferlegt. Jetzt muss auch weiterhin geliefert werden. Es sah ja zum Ende der Hinrunde nicht so schlecht aus, also zum Ende der Herbstmeisterschaft und jetzt eben im Frühjahr, wo es ja bald gegen Mattersburg auswärts losgeht. Da wird es natürlich interessant sein. Dominguez, für mich auch ein Kandidat dann gleich mal für die Startelf, hat übrigens auch mit 84 Partien in der höchsten spanischen Liga, in der Primera División, einiges an Erstliga-Erfahrung auch gegen einen gewissen Lionel Messi schon gespielt, also da bekommen wir auf jeden Fall einen erfahrenen Kicker. Ob er das dann einseits auf den Platz natürlich wieder bringt, ist eine andere Sache. 154 Partien in der 2. Liga hat er absolviert, also das heißt schon, ja, er ist ein anderes Niveau gewöhnt. Allerdings hoffe ich, dass dieser Transfer nicht so ein bisschen in Richtung Christian Schulz ausgehen wird. Schulz wurde ja auch 2016 von Sturm verpflichtet. Auch da habe ich mir eigentlich gedacht, okay, das wird sicher ein Top-Transfer. Unterm Strich konnte er sich aber so ganz an die Liga nie gewöhnen und nie so ganz anpassen, aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus. Und ich hoffe natürlich, dass das bei Dominguez nicht der Fall sein wird, dass er uns wirklich verstärkt und auch eben eine Leitfigur auf dem Feld sein kann. Ich glaube auch, dass man mit diesem Transfer schon ein bisschen im puncto Sommer schon sich ausrichtet, einfach weil ja auch der Vertrag von Lovric beispielsweise ausläuft und ja, da weiß man noch nicht ganz, ob Lagner dann nicht auch eher für die Innenverteidigung ab der nächsten Saison geplant sein wird und ob man da nicht ein bisschen ein Vakuumloch quasi im zentralen Mittelfeld haben wird. Die Jungen, wie angesprochen, die müssen eben ja da noch ein bisschen warten. Aber eben, in erster Linie geht es für Sturm eben offensichtlich darum, sportlich erfolgreich zu sein, wenn man das rechtfertigen kann. Und hoffentlich natürlich ganz wichtig, auch Verträge mal verlängern kann, beziehungsweise eben auch, wenn die Spieler wechseln, hohe Ablösen generieren könnte. Dann kann das natürlich sich dann ein bisschen weiter steigern mit der Zeit, ist auch ganz klar. Also, ja, von dem her bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Natürlich entschuldige ich mich auch, dass das Video relativ spät erst kommt. Ich hatte ein bisschen was um die Ohren die letzten Tage, deswegen seid ihr mir da hoffentlich nicht böse. Jetzt fällt mir auf, da sogar mein Sturmband habe ich vergessen. Also ihr merkt, ein bisschen bin ich da noch durch den Wind. Aber ja, auf jeden Fall wünsche ich da Juan Dominguez alles Gute in Graz. Hola Juan. Und ja, hoffentlich werden wir eine sehr, sehr erfolgreiche Spielzeit noch erleben. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Schreibt mir natürlich wie immer in die Kommentare, was ihr zu diesem Transfer sagt. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der LandsTV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich. Und bis dann. Ciao, ciao.